Also noch einmal in aller Deutlichkeit, Hartz IV müsste nicht gesenkt, geschweige denn erhöht werden. Es müsste komplett gestrichen und durch Lebensmittelkarten ersetzt werden. Lebensmittelkarten, Dach über dem Kopf, zur Not in einem Wohnheim, wie wir es auch jedem Studenten zumuten. Gut, dass Feroz Khan wenigstens ehrlich ist. Und damit willkommen zu einer neuen Folge von Wie die neue Rechte gegen unseren Sozialstaat hetzt. Wir werden uns im Folgenden die Reaktionen des konservativen YouTubers Feroz Khan und des AfD-Abgeordneten Norbert Kleinwächter auf das geplante Bürgergeld ansehen. Nur so viel vorweg: Das Bürgergeld sieht eine nominale Erhöhung der Hartz-IV-Sätze auf 502 Euro vor, bedeutet aber eine reale Senkung der eigentlichen Leistungen. Aber dazu später mehr. Lassen wir unseren Ferus erstmal weiter mit seinen Ausführungen fortfahren. Und Hartz IV soll jetzt Bürgergeld werden und nochmal um 50 Euro erhöht werden. Ich verstehe ja, dass ihr immer mehr Menschen in die Abhängigkeit vom Staat treiben wollt und deswegen euer sogenanntes BGE kaum abwarten könnt. Aber könnt ihr nicht zumindest bitte so tun, als ob nicht das euer gestecktes Ziel wäre? Moment mal, der Hartz-IV-Satz betrug 2020 für einen Alleinstehenden im Monat 432 Euro. Dies wird 2023 durch das Bürgergeld auf 502 Euro steigen. Es ist also tatsächlich eine nominale Erhöhung um etwas mehr als 16%. Wenn wir uns jetzt aber die Inflation der Jahre 2021, 22 und 23 ansehen, dann wird ziemlich schnell klar, dass es sich hier keinesfalls um eine Erhöhung, sondern um eine reale Senkung der eigentlichen Sätze handelt. Die vier aktuellsten Inflationsprognosen, die auf tagesschau.de aus dem September 2022 verfügbar waren, gehen durchschnittlich von einer Inflation im gesamten Dreijahreszeitraum von über 18% aus. Die Sätze erhöhen sich um 16%, das Preisniveau steigt um 18%. Tatsächlich wird Hartz IV hier nicht erhöht, sondern gesenkt. Auch abgesehen von dieser nochmaligen Leistungskürzung hat das Bürgergeld wenig mit einem bedingungslosen Grundeinkommen zu tun. Ein bedingungsloses Grundeinkommen erhält man nämlich unabhängig vom Einkommen und vom Vermögen. Das Bürgergeld kennt sowohl Vermögens- als auch Einkommensgrenzen als auch Mitwirkungspflichten. Bei Nichterfüllung der Mitwirkungspflichten kann das Bürgergeld um bis zu 30% gekürzt werden, was eine vom Bundesverfassungsgericht vorgeschriebene Maximalgrenze vorsieht. Das ist also keineswegs ein Gnadengeschenk unserer Regierung an die Arbeitslosen, sondern es ist das in der Verfassung maximal Erlaubte. Die Regierung springt so hart mit Arbeitslosen um, wie sie es gerade noch darf. Wer die Hartz-IV-Sätze, beziehungsweise jetzt die Bürgergeldsätze, noch weiter zu kürzen und die Sanktionen noch höher zu schrauben, als es jetzt erlaubt ist, würde laut Bundesverfassungsgericht gegen unser Grundgesetz verstoßen, welches jedem Menschen das Recht auf ein menschenwürdiges Existenzminimum zusichert. Dieses Bürgergeld ist also keineswegs eine großzügige Sozialleistung, sondern das Allermindeste, was die Bundesrepublik gerade noch so erlaubt. Der Geschäftsführer des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, Ulrich Schneider, sagt über die Höhe der Hartz-IV-Sätze bei der Vorstellung einer Studie, die wir uns im Folgenden noch ansehen werden, übrigens Folgendes. Deswegen sagen wir, die 449, die derzeit gezahlt werden, reichen nicht mehr aus. Sie reichen auch nicht mehr raus, weil die Inflation so ist, wie sie ist. Der reale Kaufkraft der 449-Regelsatz liegt gerade noch bei 413 Euro. Mehr ist das gar nicht mehr. Die Armut wird immer tiefer, die Armen werden immer ärmer. Die angestrebte Erhöhung jetzt auf 502 Euro, wie gehört haben, ja, ist ein schlechter Witz. Sind in der Erhöhung von etwa 11%. Das heißt, wenn die Inflation nicht bald stoppt, wird das schon wieder eingeholt sein. Es wird im nächsten Jahr wieder nicht reichen, um überhaupt die Inflation auszugleichen. Aber ein wesentlicheres noch,
Bei dieser Regelsatzberechnung ist die ganze Kleintrickserei, die da angewandt wurde, um den Regelsatz möglichst gering zu halten, fortgeführt worden. Es ist im System nichts geändert worden. Die Menschen kommen nicht, werden nicht über den Monat kommen. Sie bleiben in Armut. Und deswegen sagen wir, das, was ansteht, ist eine deutliche Erhöhung der Regelsätze, sofort pauschal um 200 Euro im Monat. Und da muss das Ganze neu aufgesetzt werden. Nach unseren Berechnungen müsste es jetzt 678 Euro sein, wenn man die ganzen Tricks bei der Rechnerei weglässt. Und wir sagen auch, was zwingend geboten ist, die Stromkosten müssen separat jetzt in der Situation als Bestandteil der Kosten der Unterkunft übernommen werden. Sonst werden Hartz-IV-Bezieher dem immer hinterherlaufen. Wir haben jetzt bereits eine Unterdeckung bei Stromkosten im Regelsatz von etwa 50%. Und das wird wachsen. Das sind unsere beiden sehr zentralen Forderungen, die wir mit dieser Studie verknüpfen und bei der wir uns durch diese Studie sehr verstärkt fühlen. Vielen Dank. Wie gesagt, die zugrunde liegende Studie, die Schneider hier vorstellt, die werden wir uns noch ansehen, beziehungsweise die Vorstellung dieser Studie. Aber Ulrich Schneider ist ja kein neutraler Experte, sondern Chef des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes und vertritt die Interessen der Armen in Deutschland. Und genau darum geht es hier, um Interessen. Norbert Kleinwächter und Feroz Khan werden im weiteren Verlauf des Videos manipulieren und emotionalisieren, um den Diskurs zu verzerren. Sie werden wenig sachliche Argumente bringen und immer wieder wiederholen, dass die Hartz-IV-Empfänger sich ein schönes Leben machen würden, während die hart arbeitenden Leistungsträger sie subventionieren würden. Doch genau diesen Weg wollen wir nicht bestreiten. Wir werden uns die tatsächlichen Interessensgegensätze innerhalb der Gesellschaft ansehen. Und wir werden feststellen, dass die Interessen von Arbeitern und Hartz-IV-Empfängern im Grunde genommen dieselben sind, zumal beide Gruppen relativ variabel wechseln. Doch jetzt versuchen wir, diese hochemotionalen Argumente erst einmal auszublenden und den Plan der neuen Rechten aus dem, was Norbert Kleinwächter gleich sagen wird, herauszuhören. Was fordert die AfD-Fraktion? Wir fordern eine aktivierende Grundsicherung. Das bedeutet, dass das sogenannte Lohnabstandsgebot immer gewahrt bleiben muss. Das heißt, wer Sozialleistungen bekommt, die ja tatsächlich eine Hilfeleistung vom Staat sein sollen in der sozialen Marktwirtschaft, nicht wahr? Jeder leistet, was er kann. Gleichwohl gibt es die Situationen, dass Menschen etwas zum Beispiel nicht leisten können. Sie haben Pech, verlieren ihre Jobs oder sie haben eine Behinderung. Da muss der Sozialstaat da sein. Und das wollen wir auch. Aber durch unsere aktivierende Grundsicherung ist immer gewährleistet, dass derjenige, der verdient, deutlich mehr zur Verfügung hat als derjenige, der sozusagen die zugrunde liegende Sozialleistung bekommt. Versuchen wir uns in diesem Kontext des Lohnabstandsgebotes nochmal an die anfänglichen Worte von Feroz Khan zu erinnern. Also noch einmal in aller Deutlichkeit, Hartz IV müsste nicht gesenkt, geschweige denn erhöht werden. Es müsste komplett gestrichen und durch Lebensmittelkarten ersetzt werden. Man muss Khan schon fast für diese Ehrlichkeit mögen. Mal abgesehen davon, dass die Abschaffung von Hartz IV und die Ersetzung durch Lebensmittelkarten verfassungswidrig wäre, so ist diese Forderung doch zumindest ehrlicher, als von einem Lohnabstandsgebot zu sprechen. Dass die AfD damit keineswegs eine Anhebung der Löhne meint, hatte ich ja schon in meinem letzten Video belegt. Dass sie keine Anhebung des Mindestlohnes fordert, ist auch offenkundig. Also kann die AfD logischerweise nur eine weitere Absenkung der Hartz-IV-Sätze meinen. Aber welchen Sinn hat das? Wieso sollte man so etwas fordern? Hasst die neue Rechte einfach arme Leute? Nein, so einfach ist es dann doch nicht. Wir müssen uns, wie schon gesagt, die Interessensgegensätze innerhalb unserer Gesellschaft ansehen. Was passiert also, wenn wir den Hartz-IV-Empfängern weniger Geld geben und auf sie mehr Druck ausüben, eine Stelle anzunehmen? Beziehungsweise, wenn wir den Leuten, die im Moment in Arbeit sind, mit so etwas drohen, mit so einem sozialen Absturz, was passiert da? Nun, die, die in Arbeit sind, werden versuchen, sie zu behalten und werden jede Lohnforderung, jedes Arbeitsangebot annehmen müssen. Dies übt also Druck auf die Löhne aus, indem es Arbeitskräfte, die schon im Arbeitsmarkt sind, dazu zwingt, schlechtere Arbeitsbedingungen und niedrigere Löhne zu akzeptieren. Diese harte Politik richtet sich also keineswegs gegen die Arbeitslosen,
sondern gegen die, die im Moment arbeiten. Und dann gibt es noch einen anderen, fast noch wichtigeren Effekt. Wenn die Hartz-IV-Empfänger weniger Geld bekommen, konsumieren sie weniger. Die Unternehmen produzieren weniger und brauchen weniger Arbeitskräfte. Das bedeutet, es wird noch weiterer Druck auf die Löhne ausgeübt, da der Konsum durch die niedrigeren Hartz-IV-Sätze zurückgeht. Egal, welchen von beiden Wirkungskanälen man sich ansieht, Ziel solcher Reformen sind nicht die Arbeitslosen. Das Ziel sind die Arbeiter. Diejenigen, die aktuell sowieso schon niedrige Löhne bekommen und in Zukunft noch niedrigere Löhne akzeptieren sollen. Kahn und Kleinwächter wollen unsere Löhne senken. Das hatte ich ja auch schon im eigenen Video, was ich zur AfD gemacht hatte, belegt. Die AfD will die Löhne in Deutschland senken, um die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Exportindustrie zu steigern und dadurch noch mehr Produkte ins nahe europäische Ausland verkaufen und damit die Industrien in Frankreich, Spanien und Italien noch weiter niederkonkurrieren. Das ist die Politik, die uns die AfD anzubieten hat. Diese Politik wurde übrigens auch schon in den letzten 20 Jahren genau so betrieben. Gerhard Schröder hat durch die Agenda 2010 die Sozialleistungen in Deutschland schon einmal massiv zurückgefahren. Hartz IV war nur ein Teil dieser Kürzungen. Es wurden beispielsweise auch noch die Renten massiv gesenkt. Und die Steuern für Reiche wurden auch gesenkt. Das hat dazu geführt, dass die Kapitalgewinne in Deutschland explodiert sind, während die Löhne durchgängig fielen. Ungefähr 10 Jahre lang. Diese zu schwach steigenden Löhne hatten logischerweise auch schwächer steigende Lohnstückkosten als in anderen europäischen Ländern zufolge. Und die Lohnstückkosten sind entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit in einer Währungsunion, da keine äußere Abwertung, sondern nur eine innere Abwertung möglich ist. Dadurch konnte die deutsche Exportindustrie solch glänzende Gewinne machen und ihre Produkte nach ganz Europa verkaufen. Dadurch konnte sie unseren Handelspartnern in anderen europäischen Ländern Marktanteile abjagen. Und das war die Wirtschaftspolitik der letzten Jahrzehnte in Deutschland. Man hat Politik gegen die Arbeitnehmer in Deutschland gemacht, gegen unsere europäischen Partnerländer zum Profit der deutschen Exportindustrie. Und genau diese Politik will die neue Rechte sogar noch radikalisieren. Hier sind Feroz Kahn und Norbert Kleinwächter komplett auf Linie der AfD. Wie gesagt, ich hatte das in meinem letzten Video schon ausführlicher belegt. Dass Feroz Kahn neben dieser Stiefeleckerei bei deutschen Oligopolkapitalisten auch eine sehr unredliche Art zu argumentieren hat, beweist er in folgendem Punkt. Also zunächst einmal ist in der Debatte um Arbeitslosigkeit in Deutschland zu unterscheiden zwischen Menschen, die nicht arbeiten, obwohl sie arbeiten könnten, also physisch und mental dazu in der Lage sind, und denjenigen, die nicht arbeiten können, weil das Angebot fehlt. Und den Fall können wir in Deutschland zumindest ausklammern, denn Arbeitsmöglichkeiten sind zu Genüge da. Natürlich kann nicht jeder in der Verwaltung von Garten Eden arbeiten, das Angebot ist tatsächlich beschränkt, aber ansonsten gibt es genug Möglichkeiten und Bedarf. Und das ist schlicht und ergreifend gelogen. Wir hatten in Deutschland Ende 2021 2,6 Millionen Arbeitslose, aber nur rund 1,8 Millionen offene Stellen. Also selbst wenn alle Arbeitslosen perfekt auf die Qualifikation der offenen Stellen passen würden und selbst wenn sie in der richtigen Region wohnen würden bzw. bereit wären, dahin umzuziehen, hätten wir immer noch 800.000 Arbeitslose. Aber natürlich passen die Qualifikationsniveaus der Arbeitslosen bzw. ihr Wohnort und die Voraussetzungen für die offenen Stellen nicht zueinander. Und die Löhne sind zu gering. Wenn man sich die Gründe anguckt, weswegen Arbeitgeber ihre Stellen nicht besetzen konnten, dann fällt eine Sache auf. Zu hohe Lohnforderungen der Arbeitnehmer werden als Grund für Schwierigkeiten bei Neueinstellungen als Grund angegeben. Das bedeutet im Klartext, die Arbeitgeber suchen zwar Leute, sind aber nicht bereit, ihnen das marktübliche Gehalt zu zahlen. Da könnte man jetzt natürlich sagen, okay, so funktioniert halt Marktwirtschaft. Dann müssen die Löhne halt so lange steigen,
bis die Arbeitnehmer bereit sind, zu diesem Lohn zu arbeiten. Aber nichts da. Die AfD und ihre Neurechten, ihr treuergebenden Speichellecker auf YouTube, wollen natürlich lieber die Arbeitslosen schlecht behandeln, damit sie bereit sind, jede Stelle anzunehmen. Und die Arbeitnehmer, die schon einen Job haben, bereit sind, diesen Job zu egal welchem Lohn und egal welchen Bedingungen fortsetzen zu müssen, um eben nicht in Arbeitslosigkeit zu fallen. Doch auch, wenn man das Problem ganz grundsätzlich betrachtet, ist das, was Feroskan uns hier erzählen will, einfach nur Schwachsinn. Arbeitslosigkeit ist nämlich nicht ein individuelles Verschulden, sondern ein Mittel der Wirtschaftspolitik, um Druck auf die Löhne auszuüben und beispielsweise die Inflation zu kontrollieren. Wenn die Zentralbank zum Beispiel die Zinsen erhöht, um die Inflation zu senken, was passiert dann? Nun, da gehen Unternehmen pleite, entlassen Arbeitskräfte und das sorgt für ein höheres Angebot an Arbeitskräften, was Druck auf die Löhne ausübt. Es geht also bei der Arbeitslosigkeit mitnichten darum, dass einzelne Arbeiter nicht bereit wären, zu bestimmten Bedingungen zu arbeiten, sondern es geht grundsätzlich darum, dass von der aktuellen Wirtschaftspolitik eine gewisse Arbeitslosigkeit gewünscht ist, damit die Löhne nicht zu stark steigen. Aber solche makroökonomischen Überlegungen würden ja die eigene neoliberale Propaganda stören. Also hetzt man lieber gegen Arbeitslose, anstatt die Ursachen ihrer Arbeitslosigkeit vernünftig darzustellen. Warum verlange ich als Konsequenz nicht die Erhöhung des Hartz-IV-Satzes, wenn ich doch eingestehe, dass der Verdienst auf Hartz-IV-Höhe Armut bedeuten kann? Weil das Geld nicht auf Bäumen wächst, liebe Linke. Da hätte ich an unseren Ökonomieschwurbler mal eine Zwischenfrage. Wie entsteht denn Geld? Wie erzeugt der Staat neues Geld? Und muss er dafür wem anders vorher etwas wegnehmen? Das würde mich mal interessieren. Auf diese Frage haben uns die anderen rechten YouTuber, die wir uns in der Vergangenheit ansahen, bisher auch keine Antworten geliefert. Erstmal wahrscheinlich, weil sie es nicht wissen und zweitens, weil die Antwort ihrem Geschwätz sofort ein Ende bereiten würde. Ich hatte dazu ja schon mal zusammen mit MMT für Jan ein eigenes Video auf diesem Kanal erstellt. Ich verweise hier an dieser Stelle noch einmal darauf. Und weil ich nicht verkenne, dass für diese Leistung dieses Geld anderen Menschen weggenommen werden muss, die genauso zu kämpfen und finanzielle Nöte haben und das, obwohl sie arbeiten gehen. Und wenn wir es denen zumuten können, dann können wir es Arbeitslosen, die arbeiten gehen könnten, aber nicht wollen, erst recht zumuten. Alles andere ist Heuchelei bzw. linksutopische Sozialromantik. Genau, wenn wir unser Sozialsystem nicht auf den Stand des 19. Jahrhunderts zurückkatapultieren und Arbeitslosen so etwas wie gesellschaftliche Teilhabe ermöglichen, dann ist das linksutopische Sozialromantik. Vernünftige Sozialpolitik zwingt Arbeitslose hingegen dazu, jede erdenkliche Stelle anzunehmen, da sie ansonsten im Kalten in einer viel zu kleinen Wohnung sitzen müssen und ihre Familie nicht ernähren können. Obwohl, Familie, da war doch was. Es gibt ja nicht nur Hartz-IV-Empfänger im erwerbsfähigen Alter, es gibt auch Kinder und Jugendliche, die garantiert nicht selbstverschuldet in diese Situation gekommen sind und die an ihrer Situation, zumindest kurzfristig, nichts ändern können. Jedenfalls so lange, wie wir Kinderarbeit in Deutschland weiterhin illegal lassen. Wer weiß, was kommt, wenn die AfD irgendwann an der Macht ist. Naja, aber welchen rechten Politiker interessieren schon die Interessen von Leuten, die noch kein Wahlrecht haben, weil sie zu jung sind? Fahren wir also fort mit der Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes, des Vereins Sanktionsfrei und des Deutschen Institutes für Wirtschaftsforschung, die sich mit der Nichtwirksamkeit der Hartz-IV-Sanktionen und der Situation von Hartz-IV-Empfängern auseinandergesetzt hat. Und schauen wir uns erst einmal an, was Ulrich Schneider zur Situation der Hartz-IV-Empfänger und der linksutopischen Sozialromantik, der sie ausgesetzt sind, zu sagen hat. Ein weiterer Befund der Studie hat uns allerdings auch alarmiert. Und darüber muss ebenfalls gesprochen werden aktuell. Die Studie hat festgestellt, dass bei sage und schreibe 47% der befragten Haushalte, die in Hartz IV leben, die Einnahmen, die Ausgaben nicht decken. Das heißt, diese Menschen versuchen irgendwie
mit Essensspenden über den Monat zu kommen. Tafeln haben mittlerweile 2 Millionen Stammkunden, wie sie es nennen. Sie versuchen, ja, sich Geld zu leihen bei Nachbarn, Verwandten. Wir haben auch schon Fälle in unseren Beratungseinrichtungen erlebt, wo Menschen jetzt Kredite aufnehmen, um Nachzahlungen leisten zu können an Energieversorger. Das ist das, was passiert. Das heißt, die Menschen werden in die Verschuldung reingetrieben, weil Hartz IV definitiv nicht reicht. Das klingt erstmal unglaublich, ist auch eigentlich unglaublich, aber wird übrigens auch gedeckt durch ältere Studien, die eine Tendenz in diese Richtung ebenfalls aufzeigen. Das sind die linksutopischen Zustände, in denen Hartz-IV-Empfänger laut Feroz Khan in Deutschland leben. Doch was können wir jetzt aus makroökonomischer Sicht daraus mitnehmen? Wir wollten uns ja nur nüchtern und kühl Interessenslagen angucken und uns nicht auf das Leid der Menschen konzentrieren. Nun, die Konsumquote von Hartz-IV-Empfängern liegt nahe 100%, bei ungefähr der Hälfte sogar über 100%. Das bedeutet, wenn man diesen Menschen staatliche Leistungen kürzt, dann senkt das fast 1:1 ihren Konsum. Diese Hartz-IV-Empfänger werden sich dann also weniger Güter kaufen, die Unternehmen machen weniger Umsatz und sie entlassen Leute, was Druck auf die Löhne ausübt. Und dieser Effekt ist enorm stark, da die Konsumquote der Hartz-IV-Empfänger, wie eben gehört, so enorm hoch ist. Die Senkung von Hartz-IV-Sätzen ist also wirtschaftspolitisch betrachtet für das Wachstum schädlicher, als es jede Steuererhöhung jemals sein könnte. Die Hartz-IV-Empfänger schieben durch ihren Konsum die Wirtschaft an. Und wenn man diesen Konsum abwirkt, dann übt man Druck auf die wirtschaftliche Entwicklung aus und erhöht die Arbeitslosigkeit, was wiederum die Löhne senkt. Und das wäre ja ganz im Interesse unserer neoliberalen Ideologen von der AfD. Lebensmittelkarten, begrenzte Freifahrten mit dem öffentlichen Verkehr, allgemeiner Zugang zum Internet in entsprechenden Einrichtungen, Heizen auf eigene Kosten, wie gesagt, zu Hause Socken und Pullover anziehen, ist nichts Entwürdigendes, sondern eine Notwendigkeit, wenn du es dir nun mal nicht leisten kannst. Erfrieren wirst du auch ohne Socken nicht. Damit erhöhen wir den Anreiz, bei etlichen Millionen arbeiten zu gehen und der Rest wird, wie gesagt, immer noch genug zu essen und ein Dach über dem Kopf haben. Und wir vergrößern endlich die finanzielle Schere zwischen vollzeittätig und arbeitslos, damit man am Ende des Monats neben Menschen, die arbeiten gehen könnten, aber nicht wollen mit seinem Lohncheck, dasteht wie der Esel vom Herrn. Hier versucht Khan schon wieder einen Interessensgegensatz zwischen Arbeitern und Arbeitslosen herbeizukonstruieren, der in der Realität nicht existiert. Die Interessen dieser beiden Gruppen sind nämlich kongruent, da beide ein Interesse an höheren Löhnen haben. Die Arbeitslosen wollen in der überwiegenden Mehrzahl nicht arbeitslos sein. Und sie würden, wenn die Löhne höher wären und es ein entsprechendes Angebot an Arbeitsplätzen gäbe, auch arbeiten. Und die, die schon einen Arbeitsplatz haben, die wollen natürlich auch höhere Löhne gezahlt bekommen. Beide haben also so gesehen denselben Gegner, nämlich die Unternehmenseigentümer, die in den letzten 20 Jahren ihre Gewinne massivst ausgeweitet haben, die gleichzeitig durch die enormen deutschen Exporterfolge, die Folge unseres Lohndumpings waren, noch weiter ihre Gewinne gesteigert haben. Die sind sozusagen der Gegner von Arbeitern und von Arbeitslosen. Die Interessen dieser Gruppen fallen zusammen. Und Khan versucht hier eine Diskrepanz zu konstruieren, die nicht existiert. Wenn die Arbeitslosen durch Sanktionen motiviert würden, was wir uns gleich nochmal ansehen werden, wenn das der Fall wäre, dann würde sich bloß das Angebot an Arbeitskräften erhöhen, was Druck auf die Löhne ausübte. Eine Kürzung von Hartz IV und anderen Sozialleistungen sowie ein höherer Druck auf Arbeitslose würden also nur die Lohnkosten der Unternehmen senken und ihre Profite steigern. Die AfD macht offensichtlich Klientelpolitik für sehr reiche, sehr große Unternehmen, die internationale Wettbewerbsfähigkeit gewinnen und ihre Gewinne auf Kosten ihrer Angestellten noch weiter ausweiten wollen.
Das ist das wahre Ziel dieser Partei. Und diesem Ziel sieht sich anscheinend auch der Betreiber des Kanals Achse Ost-West verpflichtet. Aber Folgendes wäre eher ein Lösungsansatz für Langzeitarbeitslose. Entzieht ihnen den Anreiz zum Nichtstun, den Rest regelt der Ehrgeiz und die persönliche Motivation, ein tragender Teil dieser Gesellschaft zu werden. Hungern oder erfrieren wird auch dann keiner. Dass hier schlichtweg Unmögliches von den Arbeitslosen gefordert wird, besprachen wir ja schon vorhin. Es können nicht mehr Arbeitsplätze geschaffen werden, als es offene Stellen gibt. Und es gibt mehr Arbeitslose als offene Stellen, die zumal nicht alle das richtige Qualifikationsniveau haben und gar nicht in den richtigen Bereichen tätig sind. Was Kahn hier fordert, kann also nie Realität werden, solange die Wirtschaftspolitik nicht für eine ausreichende, effektive Nachfrage in der gesamten Wirtschaft sorgt. Und bisher sieht das nicht so aus. Arbeitslosigkeit ist nämlich kein individuelles Verschulden, sondern eine wirtschaftspolitische Entscheidung. Um aber mal wieder auf die individuelle Ebene zurückzukommen, werden wir uns noch einmal die Ergebnisse besagter Studie in Bezug auf die Hartz-IV-Sanktionen ansehen. Mir ist es eigentlich zuwider, solch gesamtwirtschaftliche Probleme wie Arbeitslosigkeit zu individualisieren und sich die Wirkung von Sanktionen anzuschauen. Denn selbst wenn diese Sanktionen ihren Zweck erfüllen würden und die Kooperationsbereitschaft der Arbeitslosen erhöhen würden, selbst dann bliebe immer noch das alte Problem. Es gibt zu wenig offene Stellen auf zu viele Arbeitslose. Nicht jeder, der Arbeit finden will, findet auch welche. Das ist ein Problem der gesamtwirtschaftlichen Nachfrage und kein Problem individuellen Verschuldens. Das ist reine Logik. Nur ein Vollidiot oder ein libertärer Ideologe, was im Grunde genommen dasselbe ist, würde das bestreiten. Mit der vorliegenden Hartz-Plus-Studie haben wir uns das genau angeguckt. Wir haben gefragt, wie wirken Hartz-IV-Sanktionen und wie wirkt Sanktionsfreiheit? Braucht es die Androhung von Strafe, damit die Menschen sich um eine Arbeit kümmern? Die Studie ging 3 Jahre und wurde in unserem Auftrag, also im Auftrag des Vereins Sanktionsfrei, vom Institut für empirische Sozial- und Wirtschaftsforschung INES Berlin durchgeführt. Von über 4.500 BewerberInnen haben wir fast 600 ausgewählt und in 2 Gruppen aufgeteilt. Die eine Gruppe, die Experimentalgruppe, hatte eine Art Versicherung gegen Sanktionen. Das heißt, jede Kürzung vom Jobcenter hat der Verein sanktionsfrei bedingungslos ausgeglichen. Die andere Gruppe, die Kontrollgruppe, hatte keine Versicherung und konnte also ganz normal sanktioniert werden. Die Ergebnisse belegen deutlich, ja, Sanktionen haben eine Wirkung, aber sie haben nicht die beabsichtigte oder behauptete Wirkung, Menschen in Arbeit zu bringen. Ganz im Gegenteil. Die stärkste Wirkung, die von Sanktionen ausgeht, ist Einschüchterung und Stigmatisierung. Die Menschen fühlen sich kontrolliert und bestraft. Und schon die Androhung von Sanktionen verstärkt bei den Betroffenen ein Gefühl von Ausweglosigkeit und Isolation und kann auch Krankheiten verursachen und verstärken. Den Kontakt zu ihrem Jobcenter empfinden die befragten Personen nicht als unterstützend, sondern als hinderlich, weil sie sich der Behörde ausgeliefert fühlen. Und die finanziellen Kürzungen selbst haben dagegen aber keinen motivierenden Effekt auf die Kooperationsbereitschaft, keinen positiven Effekt auf die Kooperationsbereitschaft. Unsere Studie Hartz Plus zeigt, Sanktionen verfehlen ihre Wirkung. Sanktionen bringen Menschen nicht in Arbeit und damit sind sie nicht geeignet. Es sind 2 wesentliche Befunde für uns in dieser guten Studie. Einmal zu den Sanktionswirkungen. Da haben wir gerade gehört, worum es geht. Sanktionen haben keinen erzieherischen Effekt, nachweislich keinen erzieherischen Effekt auf die Menschen, die sanktioniert werden. Sanktionen haben lediglich den Effekt, dass insgesamt eine Drohkulisse aufgebaut wird, dass Menschen sich drangsaliert fühlen, Angst haben, eingeschüchtert sind. Es ist aus unserer Sicht damit nochmal ein Beleg dafür, dass es sich bei Sanktionen um eine tiefschwarze Rohrstockpädagogik handelt, die endlich abgeschafft gehört. Wir haben auch an der Schule Prügelstrafe abgeschafft. Warum kann man nicht es abschaffen? Ja, bei Jobcentern, dass Menschen in die Armut gedrückt werden, wenn sie Fehlverhalten aus Sicht des Jobcenters zeigen. Sanktionen haben keinen Platz in einem System, das helfen will. Nur Hilfen helfen, nichts anderes. Und deswegen müssen Sanktionen weg. Die Hartz-IV-Sanktionen erfüllen also nicht mal ihre vorgebliche Intention, die Arbeitslosen zu einer besseren Kooperation mit dem Jobcenter zu verpflichten. Aber das ist ja auch gar nicht ihr wahres Ziel.
Der eigentliche Adressat dieser Maßnahmen sind nämlich jene, die in Arbeit sind und nicht die Arbeitslosen. Denn wer arbeitet und dann in dieses Moloch Hartz IV droht abzudriften, der ist eher bereit, Lohnkürzungen und schlechtere Arbeitsbedingungen hinzunehmen als jemand, der beispielsweise ein bedingungsloses Grundeinkommen bekommen würde. Die Wirtschaftspolitik könnte diese Wahl zwischen Pest und Cholera auch beenden, ohne etwas am Hartz-IV-System zu ändern. Sie müsste einfach nur für eine ausreichende gesamtwirtschaftliche Nachfrage sorgen. Sei es durch Lohnsteigerungen oder sei es durch staatliche Investitionsprogramme. Wenn die gesamtwirtschaftliche effektive Nachfrage hoch genug ist, dann kann jeder, der Arbeit sucht, innerhalb weniger Monate auch eine finden. Und dies könnte die Wirtschaftspolitik sehr leicht verwirklichen, wenn sie es denn wollte. Aber aus den vorhin genannten Gründen, unter anderem der Inflationskontrolle oder den Profitinteressen der Exportindustrie, ist das in der aktuellen politischen Situation leider nicht möglich. Doch schreiten wir weiter zu diesen elendigen Emotionalisierungen, die Kahn und der AfD-Abgeordnete verwenden, um von einer sachlichen Diskussion, wie ich sie gerade versucht habe zu führen, abzulenken und gegen Arbeitslose zu hetzen. Denn das Bürgergeld ist viel unsozialer als Hartz IV. Das Bürgergeld führt dazu, dass diejenigen, die bereit sind, noch zu arbeiten, denjenigen, die dazu nicht mehr bereit sind, den Müßiggang finanzieren. Etwas, worüber sich der Hartz-IV-Empfänger im Übrigen keine Gedanken machen muss, denn seine überhöhte Nebenkostenabrechnung zahlt ja der Staat. Also wir, die arbeitende Bevölkerung, die sich demnächst selbst keine warme Wohnung mehr leisten können wird, während Sozialhilfeempfänger heizen können, wie sie wollen. Das zahlt ja der Staat und der pflückt ja sein Geld von den Bäumen, wie allgemein bekannt ist. Was sind das für absurde Verhältnisse in Deutschland, dass ein Mensch, der Vollzeit arbeitet, die Heizung lieber auslässt, weil das Geld dafür nicht da ist, während ein Arbeitsloser die Heizung so aufdrehen kann, wie er will und sich darüber keine Gedanken machen muss. Mal abgesehen davon, dass es bei 502 Euro im Monat etwas gewagt ist, von Müßiggang zu sprechen und dass die Nebenkosten beim Hartz-IV-Empfänger auch nur zu einem gewissen Teil übernommen werden. Bis zu einer gewissen Grenze. Ein Hartz-IV-Empfänger kann keineswegs seine Wohnung auf 30 Grad heizen und dann hoffen, dass das Jobcenter das alles bezahlt. Mal ganz abgesehen davon wird hier mit emotionalen Argumenten nach dem Motto, die fleißigen Leistungsträger müssen das Leben von faulenzenden Hartz-IV-Empfängern finanzieren, ein Scheinkonflikt aufgebaut. Dieses Gegeneinander-Aufhetzen von unteren Lohngruppen und Arbeitslosen hat übrigens auch ganz reale Konsequenzen. Die Löhne am unteren Ende der Einkommensskala sind in den letzten 3 Jahrzehnten überhaupt nicht gestiegen. Während es in den oberen Lohndezilen wenigstens einen leichten Anstieg gab, der trotzdem immer noch geringer war als die Produktivität. Die Lohnhierarchie hat sich also gespreizt. Und darunter leiden auch die Arbeitslosen. Denn der Hartz-IV-Satz für Alleinstehende wird aus den unteren 15% der Einkommen berechnet und der Hartz-IV-Satz für Familien aus den unteren 20%. Je geringer also die Niedriglöhne, desto geringer die Hartz-IV-Sätze. Aber warum diese Emotionalisierung? Nun, erstens, weil es diesen Konflikt, wie eben beschrieben, nicht gibt und die Interessen von Arbeitslosen und Arbeitern kongruent sind. Und zweitens, weil jene Leistungsträger, die bei uns leistungslose Einkommen beziehen, wie Kapitalbesitzer oder Erben, am geringsten besteuert werden. Kapitalerträge müssen nur mit einer Steuer von 25% abgeführt werden. Lohneinkommen maximal mit 42% plus Sozialbeiträge. Jeder Hartz-IV-Empfänger zahlt in Deutschland höhere Steuern als jemand, der ein Milliardenvermögen erbt, das er mitunter sogar steuerfrei bekommen kann. Da es sehr großzügige Gesetze gibt, um die Erbschaftssteuer zu umgehen. Ähnlich sieht es bei der Unternehmenssteuer aus.
welche von großen Konzernen mitunter gar nicht gezahlt wird, weil es eben so einfach ist, seine Gewinne in Steueroasen zu verschieben. Aber da erzähle ich euch wahrscheinlich nichts Neues. Lösen ließe sich dieses Problem, indem man die Gewinne dort besteuerte, wo sie gemacht werden. Aber auch das will die Politik nicht. Doch neben diesen völlig legalen Möglichkeiten, seine Steuern nicht zu bezahlen, gibt es natürlich noch die illegale Steuerhinterziehung, welche sich pro Jahr auf rund 100 Milliarden Euro beläuft. Zum Vergleich, durch Sozialbetrug bei Arbeitslosengeld II kommen jährlich nur 60 Millionen Euro zusammen. Ja, und die neue Rechte redet anstatt über Steuerhinterziehung lieber über Sozialmissbrauch. Auch hieran wird ziemlich deutlich, wessen Interessen die AfD und ihre Verbündeten bedienen wollen. Es soll die gleiche Politik wie die letzten 40 Jahre gemacht werden, nur mit einem etwas anderen, fremdenfeindlicheren und arbeitslosenfeindlicheren Anstrich. Das ist der einzige Unterschied. Ich sagte es ja schon in meinem letzten Video zur AfD. Diese Partei ist eine FDP in Blau. Das ist der Kern eigentlich der Reform, die Hubertus Heil vorschlägt. Es geht weg von einer Sozialleistung. Es geht weg von einer Hilfe für diejenigen, die wirklich Hilfe benötigen, hin zu einer Generalzahlung für all diejenigen, die mal eben sagen, jetzt habe ich 2 Jahre keine Lust zu arbeiten. Denn so lang ist ja auch zum Beispiel dieser sogenannte Vertrauensschutz, diese höheren Vermögensfreigrenzen und so weiter und so fort, wo faktisch nichts von den Beziehern des neuen Bürgergelds verlangt wird. Sie kriegen Bürgergeld, egal wie viel Vermögen sie haben. Also da ist die Grenze dann bei 60.000 plus 30.000 pro weiterem Familienmitglied. Das ist also höher als das Durchschnittsvermögen der Deutschen, kann man fast schon sagen. Dann können sie in einer Wohnung wohnen, egal wie sie wollen. Die kann unglaublich groß sein, theoretisch ein Schloss. Ja, sie können fahren, mit welchem Auto sie wollen, theoretisch ein Porsche. Nichts wird mehr geprüft. Es wird auch nicht verlangt, dass sie mitwirken in Bezug auf zum Beispiel eine Arbeitsstelle zu finden, ja, oder ein Bildungsverhältnis wirklich anzufangen. All das wird nicht mehr betrachtet, darüber sieht man hinweg und letztendlich ist das Ergebnis, dass derjenige, der hart arbeitet, derjenige, der am Flughafen in der Sicherheit arbeitet oder die Friseuse oder derjenige, der im Bäckerladen Brötchen verkauft, der zahlt die Zeche mit seinen unglaublich hohen Steuern, der weiß nicht mehr, wie er selber rumkommen soll, dafür, dass andere Heizung, Wohnung und ihr Leben bezahlt bekommen, weil sie einfach sagen, ich habe keinen Bock. Und das will Hubertus Heil und das wollen wir nicht. Das muss man sich jetzt mal vor Augen führen. Hartz IV wird im Bürgergeld umbenannt. Der Satz wird sogar real gesenkt und nicht erhöht. Und die reaktionären Kräfte in Deutschland tun so, als hätten wir das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt. Das zeigt das etwas seltsame Verhältnis der AfD zur Wahrheit. Aber was könnte man denn machen, wenn man beispielsweise den Bäcker oder die Friseuse entlasten wollte? Man könnte beispielsweise die Mehrwertsteuer senken oder den Freibetrag für die Einkommenssteuer anheben. Doch Moment mal, der Freibetrag für die Einkommenssteuer ist definiert als das Existenzminimum. Das bedeutet, wenn man dieses Existenzminimum höher berechnet und der Freibetrag steigt, dann bedeutet das auch, dass man die Hartz-IV-Sätze anheben müsste. Und das ist jetzt kein Scherz. Ein höherer Freibetrag für die Einkommensteuer bedeutet im aktuellen System höhere Hartz-IV-Sätze. Beziehungsweise höhere Hartz-IV-Sätze bedeuten einen höheren Freibetrag für die Einkommensteuer. Und das ist auch ein Grund, warum man die Sätze so niedrig berechnet. Weil man den Leuten mehr Steuern abknüpfen will. Vor allem kleinen Einkommen, die müsste man nämlich entlasten, wenn man die Hartz-IV-Sätze höher berechnen würde. Das tut man eben nicht. Und das fordert auch die AfD nicht. Sie spricht ja sogar von einem Lohnabstandsgebot. Sprich, wir sollen Hartz-IV-Empfänger noch schlechter behandeln, mit der logischen Folge, dass dann auch die Löhne am unteren Ende der Lohnskala noch weiter absacken. Und der ganz schwieriger Anreiz des Bürgergelds, das ist wirklich, dass eine traditionelle Ausbildung völlig unattraktiv wird. Ja, eine traditionelle Ausbildung im dualen System, das System, was Deutschland immer stark gemacht hat, basiert aber auch darauf, dass die Ausbildungsvergütung relativ niedrig ist. Wir sprechen da oft von 700 bis 1000 Euro irgendwas in dem Bereich. Und das lohnt sich für die jungen Menschen überhaupt nicht mehr. Auf diese Ehrlichkeit mussten wir jetzt schon über eine halbe Stunde warten, aber sie ist doch noch gekommen. Die Hartz-IV-Sätze sollen so niedrig berechnet werden,
damit sich extrem niedrige Ausbildungsgehälter im Gegensatz zu ALG II trotzdem noch für die Arbeiter lohnen. Ziel der AfD ist es also, billige Arbeitskräfte für die deutsche Wirtschaft zur Verfügung zu stellen. Das sagt ihr hier ganz offen. Auch wenn es hier nur um Ausbildungsgehälter geht, so ändert das nichts an der Tatsache. Ziel der AfD ist es, die Löhne zu senken. Hier haben wir das ganz offene Bekenntnis. Aber es wird noch besser. Kleinwichter gibt ziemlich unumwunden zu, dass er gegen den Schutz mittelständischen Vermögens ist. Und den Mittelstand, sollte er arbeitslos werden, sofort in die Armut abrutschen lassen will. Warum? Weil die Schranken fallen, die den Steuerzahler schützen sollen. Diese Schranken sind gewöhnlich gewesen. Erstens mal der sogenannte Nachranggrundsatz. Du sollst, wenn du arbeiten kannst und eine Stelle findest, arbeiten und nicht dem Steuerzahler auf die Tasche liegen. Der Nachranggrundsatz wird gestrichen. Zweitens, du sollst kein exorbitantes Vermögen haben, weil du musst schließlich bedürftig sein, damit du vom Staat was kriegen kannst. Auch diese Vermögensprüfung wird ja zumindest für 2 Jahre ausgesetzt. Wenn jemand sein ganzes Leben lang gearbeitet hat und er sich ein bescheidenes Vermögen aufgebaut hat, beispielsweise ein Haus gekauft, dann kann dieses Vermögen durchaus weit über 60.000 Euro liegen. Und da sollte der Sozialstaat dieses Privatvermögen ja erst einmal schützen. Wenn er jene, die ihr ganzes Leben gearbeitet haben, besser stellen wollte als jene, die noch nie gearbeitet haben. Man kann diesen Ausschnitt also gar nicht überbewerten. Das ist eine Selbstentlarvung der AfD sondergleichen. Hier wird offen zugegeben, dass man gegen mittelständisches Vermögen ist. Dass man den Mittelstand erst in die Armut abrutschen lassen will, bevor er überhaupt das Recht auf Sozialleistungen hat. Eigentum soll laut dem Glauben der AfD also nur etwas für Kapitalbesitzer sein, aber nicht für den Mittelstand. Die AfD will tatsächlich das Privateigentum für weite Teile der Bevölkerung abschaffen. Denn darauf würde es bei einer Wirtschaftspolitik, wie sie die AfD befürwortet, die zu einer hohen Arbeitslosigkeit führen würde, hinauslaufen. Wenn man arbeitslos würde, müsste man erstmal sein Haus verkaufen, seine Wertgegenstände und dann dürfte man erst das soziale Netz des Staates in Anspruch nehmen. Bei einer Regierungsbeteiligung der AfD dürfte einem großen Teil des deutschen Mittelstandes die Verarmung drohen. Zum Profit weniger großer Oligopolkapitalisten. Diese Partei wird von den gleichen reichen Leuten bezahlt, für die seit 40 Jahren Politik gemacht hat. Denken wir diesbezüglich noch einmal zurück an Kahns Worte, die wir uns schon am Anfang anhörten und die wirklich bezeichnend sind. Also noch einmal in aller Deutlichkeit, Hartz IV müsste nicht gesenkt, geschweige denn erhöht werden. Es müsste komplett gestrichen und durch Lebensmittelkarten ersetzt werden. Das Ziel der AfD und offensichtlich auch ihrer Apologeten hier auf YouTube ist die Exploitation der deutschen Arbeiter zugunsten unserer Exportindustrie, zugunsten der reichsten 0,1% in der Bevölkerung, zugunsten der Leute, die von Kapitalerträgen leben. Wenn ihr einer geregelten Arbeit nachgeht und normalen Lohn erhaltet, wenn ihr keine Millionenerbschaft in Ausschau habt, und nicht Vorstandsvorsitzender eines börsennotierten Konzerns seid, dann ist die AfD euer Feind. Dann ist Feroz Khan euer Feind und dann sind alle Neurechten hier auf YouTube, die ähnlichen Unsinn erzählen, eure Feinde. Und das nicht, weil sie gegen irgendein abstraktes Prinzip wären oder so, sondern weil sie ganz konkrete Politik gegen eure Interessen zugunsten der reichsten 0,1% machen wollen. Das ist ihr Ziel. Und das wollen sie auf eure Kosten tun. Jedenfalls gilt das für die YouTuber, die ähnlichen Unsinn erzählen wie denen, den wir gerade gehört haben. Ich will hier nicht die ganze neurechte YouTube-Szene über einen Kamm scheren. Es gibt auch YouTuber wie Ewalds Eiland oder Friedrich von Osterhall, die etwas redlicher argumentieren und bei diesem neoliberalen Wahn nicht mitmachen. Aber das ist eher eine verschwindend kleine Minderheit. Andere, wie der Schattenmacher Charlotte Corday oder Charles Krüger, erzählen den gleichen oder sogar noch radikaleren Unsinn als Feroz Khan. Und Khan will ja schon zurück zum 19. Jahrhundert, wo der Staat auch gerade mal Suppenküchen gestellt hat.
Dass sich diese Demagogen auch für kein Mittel zu schade sind, beweist Axel Ost-West gegen Ende des Videos noch einmal mustergültig, indem er eine gefälschte und lügenhafte Statistik verwendet, die ich im letzten Video, was ich gegen ihn und Charles Krüger gemacht hatte, schon widerlegte. Respekt von denjenigen Millionen, die Vollzeit arbeiten und am Ende des Monats nach allen Abzügen allgemeine Abgabenlast in Deutschland bis zu 70% mit allen versteckten Summen kaum 450 Euro übrig haben für ihren täglichen Bedarf und deswegen gerade im kommenden Winter lieber aufs Heizen verzichten. Man muss sich an dieser Stelle echt fragen, für wie strunzenblöd Feroz Khan seine eigenen Zuschauer hält. Diese Berechnung, nenne ich es mal, verwendete er nämlich schon in einem gemeinsamen Video mit Charles Krüger, welches ich auf diesem Kanal auch heftigst kritisierte und wo diese Falschinformationen, die wir gleich aufdröseln werden, auch verbreitet wurden. Er ist sich also wirklich nicht zu fein, die gleichen Lügen immer und immer wieder zu verwenden, um seine Zuschauer auf seine Seite zu ziehen und gegen Arbeitslose und gegen unseren Sozialstaat als solchen aufzuhetzen. So geht diese Tabelle davon aus, dass auf 75% der monatlichen Konsumausgaben 19% Mehrwertsteuer erhoben werden und auf 75 weitere Prozent 7% Mehrwertsteuer. Alle, die in Mathe auch nur halbwegs aufgepasst haben, merken, Moment mal, man müsste 150% seiner Konsumausgaben ausgeben, damit diese Rechnung passt. Ja, weiter zum nächsten Punkt. Weitere verdeckte Steuern, Schätzung, da hätte man auch Fantasiesteuer sonst was hinschreiben können, 150 Euro. Wie man darauf kommt, wissen die Ersteller der Tabelle wahrscheinlich selbst nicht. Ja, haben sie wahrscheinlich ausgewürfelt. Nächster Punkt, die Geldmengenzunahme des Euros. 10% im Jahr 2020 hat den Durchschnittsbürger in Deutschland angeblich um 91,48 Euro ärmer gemacht. Schön, dass man das so genau ausrechnen kann. Man möge mir jetzt bitte noch die volkswirtschaftliche Kausalität dazu zeigen. Inwiefern werde ich dadurch ärmer, dass in irgendeiner Bankenbilanz mehr Zentralbankgeld auftaucht? Inwiefern werde ich dadurch ärmer, dass die EZB Staatsanleihen kauft? Also beispielsweise, es gibt ja noch andere Möglichkeiten der Geldschöpfung und hier wird ja nicht mal gesagt, um welche Geldmenge es sich handeln soll. Es gibt ja vier verschiedene. M0, M1, M2 und M3. Ja, und wie gesagt, es wäre auch egal, welche Geldmenge. Die Ersteller dieser Tabelle können mir nicht erklären, wie einen eine Ausweitung der Geldmenge ärmer machen soll. Beziehungsweise inwiefern das eine Steuer sein sollte. Diese Tabelle ist libertäre Propaganda. Nichts weiter. Hier wird mit Lügen gegen unseren Sozialstaat gehetzt. Unser Steuersystem mag in Teilen regressiv sein, aber eine Steuerlast von 68% existiert so nicht. Den höchsten Steuersatz haben in Deutschland tatsächlich die oberen 80-90% der Einkommensbezieher, sprich das 9. Dezil, weil hier die Einkommenssteuer schon relativ hoch ist und die Sozialversicherungsbeiträge noch nicht bei der Beitragsbemessungsgrenze angekommen sind. Wenn man weiter nach oben geht, dann sinkt die Steuerbelastung wieder. Das Steuersystem ist also tatsächlich leicht regressiv und belastet den Mittelstand am stärksten. Aber die 68%, die hier suggeriert werden, sind eine Fantasiezahl, die mit Fantasiewerten errechnet wurde. Wie eben aus dieser Aufzählung von wirklich absurden Punkten klar geworden sein sollte. Wenn euch also irgendjemand mit diesem Scheinargument, mit dieser dummen Zahl kommt, dann wisst ihr, dass das eine Lüge ist und dieser jemand euch manipulieren will. Und genau das will Khan hier. Ihm geht es nicht darum, redlich zu argumentieren. Ihm geht es darum, zu manipulieren und die Leute gegen unseren Sozialstaat und gegen Arbeitslose aufzuhetzen. Sein Ziel ist die Zerstörung unserer Art zu leben. Sein Ziel ist die Zerstörung unseres Sozialstaats. Genau das ist auch das Ziel der AfD. Mit dem weitergehenden Ziel, die Löhne zu senken. Die Arbeitslosen sind nur das erste Opfer dieser Politik. Das nächste Opfer werden die ganz normalen Arbeitnehmer überall in der Wirtschaft sein. Und profitieren werden davon nur die Kapitalisten in der deutschen Exportindustrie.